So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserer Nominierung für den heutigen Tag. Und zwar handelt es sich um einen Hypnotiseur. Den haben wir gesehen im Fernsehen. Ich zeige ihn mal kurz wo. Der Meister schreitet zur Tat. Magist, der Hypnotiseur. Er kennt sie, die magischen Worte zum Eintritt in das Reich der Träume. Hust ich dich an, bist du hellwach. Schnipp ich einmal, schläfst du noch tiefer. Magist hat ihn den Schlüssel zu einer anderen Welt. Und manchmal schickt sich der Meister sogar selbst auf die Reise. Also wenn ich jetzt irgendwelche Schmerzen habe, Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen, dann versetze ich mich sofort in Hypnose und dann habe ich das für mich halt behoben. Ja, so einfach ist das, meine Damen und Herren, da wollte ich mehr darüber wissen, das möchte ich auch gerne können. Und deswegen habe ich ihn nominiert für den Rap der Woche und heute ist er nominiert für den Rap der Woche, Magist, für seinen tollen Auftritt bei Echt wahr in Sat.1. Und heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Magist. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh, Sie haben was mitgebracht? Ja, ich habe für dich was mitgebracht, damit du gegen die Hypnose bewaffnet bist, damit dich keiner hypnotisieren kann. Das ist ja eine geile Mütze. Muss man die auch genauso aufsetzen? Genauso. Ich würde die noch ein bisschen mehr so nach da, so. Na, und ein T-Shirt habe ich auch noch dazu. Ein T-Shirt auch noch. Bisschen auf Reisen da, ne? Ja, Magiste Hypnose Show. Ja, das schaffe ich jetzt nicht anzuziehen. Ne? Ja. Ich habe ja eben schon. Aber die Mütze lasse ich an, die ist super. So, was kann ich davon erwarten, wenn ich mich von Ihnen hypnotisieren lasse? Ja, also man kann quasi man nimmt quasi als Hypnotiseur mit dem Unterbewusstsein des anderen, also man geht in Kontakt mit dem anderen Menschen, man geht ins Unterbewusstsein rein und man kann also Geruchssinn, Geschmackssinn, Gehörsinn, die Augen, die Blase, alles beeinflussen. Können Sie alles beeinflussen? Sie können meine Blase beeinflussen? Ja. Sie können sagen so, so jetzt musst du pinkeln. Ja, genau, genau. Und dann kommt dann diesen, ja. Ja? Das heißt, dann legen wir doch am besten mal direkt los. Ja? Mhm. Wie funktioniert das? Sie suchen sich jemanden aus oder kann man jeden hypnotisieren? Ja, in der Regel, sagen wir mal, von 100% sind etwa 6% ganz schlecht in diese Phase reinzubekommen. Ja. Aber in der Regel geht schon. Ja. Ja, dann holen wir uns doch einfach mal ein paar Leute, ja, die Sie jetzt hypnotisieren. Was suchen Sie? Das Mikrofon brauchen Sie. Ja, genau. Okay, die Sie jetzt hypnotisieren. Genau, da geht's los. Ja, dann geht's los. Und was machen Sie dann mit denen? Ja, wir wollen halt mal versuchen, mit denen in Kontakt zu treten, mit dem Menschen sein Unterbewusstsein. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. So, dann wen nehmen wir denn? So, ich gehe einfach mal durch. Ich gehe mal auf diese Seite hier. Ja, Sie können diese junge Frau? Ja. Diese junge Frau? Man muss schon dafür auch ein bisschen prädestiniert sein. Diese Dame? Ja? Man kann nicht einfach. Diese Dame? Ja. Diesen netten Herrn hier? Ja. So viele? Na, so viele. Und was machen Sie jetzt mit denen? So, also ich versuche jetzt mal so quasi diese vier jungen, netten Damen und Herren zu hypnotisieren. Okay, Schlaf. Also, okay, los geht's. Ja, los geht's. Ja. So, jetzt muss ich zuerst mal die ganzen Gäste, also meine vier Gäste hier aufstellen und dann kommt meine ganz berühmte Musik und dann geht's los. So, du bist die kleinste Person, du kommst mal hier vorne hin. Ja. So, stell mal hin. So, ganz locker und gelöst. Du kommst daneben. Was passiert denn dann gleich? Oder stört das, wenn ich blöd rumlabere? Ja, ein bisschen stört das schon. Das stört schon, ja, okay. So, okay. Gut. Dahin. So, kannst du ein bisschen, Moment. Vielleicht sagen Sie einfach, was Sie machen. Bäumchen so, jetzt kommt zuerst mal die Einleitung dran. Jede Hypnose fängt man mit der Einleitung an und dann in diese ganz andere Dimension. Augen schließen, Augen schließen, Augen schließen. So, jetzt hätte ich mal gerne meine Hintergrundmusik, Hypnosemusik, dann geht's los. So, konzentriere dich nur auf meine Stimme und alles, was meine Stimme dir sagt, tritt genauso ein, wie es dir meine Stimme sagt. Nichts und niemand mehr kann ich mir stören, denn du lässt alles los. Deine Stirn. Es ist, als ob eine Hand über deine Stirn gestrichen hätte. Immer tiefer lässt du dich treiben in dieses wunderbare, angenehme Gefühl. Puste ich dich an, bist du hellwach, aber schnippisch, aber schläfst du noch tiefer, noch fester. Lass dich einfach nach hinten fallen. Schlaf. Dein Körper fällt, ohne dass du es willst. Lass dich einfach nach hinten fallen. Schlaf. Dein Körper fällt, ohne dass du es willst. Lass dich einfach nach hinten fallen. Schlaf, 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 schlaf. Lass dich einfach nach hinten fallen. Schlaf.
Lass die Hände nach hinten fallen. Der Körper fällt, ohne dass du es willst. Lass die Hände nach hinten fallen. Ich fange das Tisch auf. Schlaf. Darf ich jetzt noch was sagen, oder? Ist ja, klar. Ja? Dein Körper fällt, ohne dass du es willst. Lass die Hände nach hinten fallen. Schlaf. Vorsicht, Stühle. Die sind jetzt alle, sind die alle weg jetzt? Da kann man jetzt machen, was man will? Ja, ja, fast, fast. Also ich versuche jetzt. Das hat was, ne? So, ja. Nichts und niemand mehr kann ich mehr stören. Puste ich dich an, bist du hellwach, aber schnippisch einmal schläfst du noch tiefer, noch fester. Du fühlst dich total wohl. In jeder Lage kannst du ganz bequem schlafen. Hallo. Hallo. Weißt du, wie du runter auf die Erde gekommen bist? Ja, so eben habe ich noch da gestanden. Mikro. Ja, eben habe ich noch da gestanden und dann... Kommst du mal bitte hoch? Kommst du mal bitte hoch? Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Kannst du dich mal gerade mal hinsetzen? Auf diesen rechten Stuhl hier. Geht das auch mit mir? Bitte? Geht das mit mir auch? Können wir mal probieren. Ja. Schau auf die Hand hier, konzentrier dich auf die Hand. Schlaf weiter, schlaf, schlaf. Die Augen fallen zu, schlaf, 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 schlaf. Immer tiefer, ganz tief, ganz fest, puste ich dich an. Sofort hellwach, schnippisch, einmal schläfst du. Hallo. Hi, kommst du hoch? Alle. Schau auf die Hand. Geht jetzt ganz fix. Ich weiß nicht, kann man sich selbst auch. Der Kopf wird schwer, lass ihn nach vorne fahren, lass ihn nach vorne fahren. Schlaf. Pennt er wieder ein. Unfassbar, oder? Immer tiefer. Ganz tief, ganz fest. Auch wenn ich dich angepustet habe, hellwach, sofort. Kann man mal eine andere Frisur hypnotisieren? Weiß nicht, oder? Hallo, kommst du hoch? Ja. Sag ihm mal, das setz dich mal gerade hin. Schau auf meine Hand, geht jetzt ganz schnell. Schlaf weiter. Noch tiefer, noch fester. Schlaf, 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 schlaf. Schlaf. Vielleicht sollen wir es probieren jetzt? Ja, nee, vielleicht konzentrieren Sie sich einfach nur mal auf einen und der macht dann, was Sie wollen. Oder? Okay. Ja, also, wir Moment, Moment, Sekunde. Kann ich mal von meinem Assistenten mal den Hut bekommen? So, Assistenten. Ja, schon meinen Assistenten den Hut, ja. Wo ist er denn? Hier? Ja, den Hut. Ja, nein, nein. So, nicht der. Nicht. So. Das ist ein anderer Hut. Ja, den genau. Hier? Ja. So. Anton, Musik ab. Stell dir vor, du bist Anton aus Tirol, du wirst deine Show hier und jetzt präsentieren. Und wenn dann deine Musik kommt, da geht's voll los. Hau rein. Hallo, hallo. Was machst du denn da? Wolle. Schlaf einfach weiter, Kira. Schlaf, schlaf, schlaf. Du fällst zurück, lass dich nach hinten fahren, du fällst zurück. Schlaf, 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 Kira. Moment. Der hat jetzt den Anton aus Tirol gemacht, und ohne dass er das wollte. Ohne dass er das wollte. Das heißt, Sie könnten auch mich den Anton aus Tirol machen lassen, ohne dass ich das will? Vielleicht. Mut oder kein Mut? Der muss ja den Anton Thiel aus Tirol auch kennen. Wenn der kennt ihn, nicht. Mit Sicherheit. Ja. Ich frage ihn mal. Ja. Hi, kennst du Anton aus Tirol? Hi, logisch. Dann schlaf weiter, schlaf weiter. Immer tiefer, lass dich noch tiefer treiben in dieses wunderbar angenehme Gefühl. Wir sind jetzt auch leider schon zu Ende irgendwie, aber das ist ja schon faszinierend. Tja. Der hat einfach den Anton aus Tirol da. Mhm. Ist ja irre. Sollen wir noch mal eine Zugabe machen? Publikum, noch eine Zugabe für den jungen netten Herrn hier. Wir haben aber keine Zeit mehr! Eine Zugabe. Gut, dann schneiden wir die raus. Machen Sie. Okay, okay. Machen wir noch eine Zugabe? Ja, dann gib Gas! Ja. So, bitte noch eine Zugabe, Anton. Ja, Sie müssen die doch geben. Na, das müssen wir mit der Technik noch planen. Puste ich dich an, bist du hellwach und du wirst ihn imitieren. Du fühlst so und handelst so. Du bist noch besser wie Stefan. Du bist noch besser wie Stefan. Denn Stefan ist ja nicht Anton aus Tirol. Denn du bist jetzt Moderator und auch Anton aus Tirol. Musik ab, bitte. Schlaf, 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 schlaf. Halt das Lenkrad fest.
deines Wahnsinnsautos. Halt das Lenkrad fest. Jetzt schalt mal in den ersten Gang. Schön in den ersten Gang schalten. Ja, ersten Gang, zweiter Gang. Du bist auf Tour zu Stefan. Du willst unbedingt den. Gib richtig Gas, weil Fuß. Gib richtig Gas, weit raus den Fuß. Ja, richtig Gas. Kurbel mal die Seitenfenster runter. Seitenfenster runter kurbeln. Ja, und dann der Fahrtwind, der kühlt dich ab. Kopf aus dem Seitenfenster. Junge, ist das geil. Vorsicht, du hast dich nicht angeschnallt. Die Polizei steht da. Schnall dich ganz schnell an. Vorsicht, schön schnell anschnallen. Schön schnell anschnallen. Und jetzt gibst du richtig Gummi. Du gibst richtig Gummi, denn du willst zu TV Total. Gib richtig Gummi. Richtig Gummi geben. Du pustest dich an, du bist im Hirn jetzt frisch und munter, hellwach. Unfassbar, Magisto, meine Damen und Herren. Das war alles jetzt. Ja. Ja, wir haben. Ja, ist egal. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir lassen ja. Die lassen wir jetzt einfach hier liegen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Gucken wir mal. Bis morgen. Bis morgen lassen wir den liegen. Jetzt kommt die große ProSieben-Reportage, meine Damen und Herren, mit dem Thema die Autobastler zwischen Auspuff und Zylinderkopf. Geil. Ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Da denke ich mal drüber nach. Das ist mir ein bisschen rätselhaft, wie das funktioniert. Ja. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, meine Damen und Herren. Morgen sehen Sie bei uns die Abstimmung zum Rat der Woche. Dann sehen Sie die Moderatorin von Bravo TV, Colleen Fernandes. Und Sie sehen Musik von Ben, einem R&B-Newcomer hier aus Deutschland. Also machen Sie es gut, bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.